Hier eine Aufgabe ohne vorgegebene Antwort. Das Rechteck AJHD besteht aus 5 Quadraten, wie in der Zeichnung hierunter. Frage: Wie groß ist der Flächeninhalt des schattierten Dreiecks BJE, wenn die Länge der Strecke BC 16 beträgt? Diese Strecke hat als Länge 16, dann misst die Seite von diesem Quadrätchen ebenfalls 16. Von G bis E haben wir 16 plus 16, das heißt 32, also misst die Seite von diesem Quadrat 32. Die Breite von dem großen Rechteck misst also 32 plus 16, das heißt 48. Und demzufolge misst die Seite von diesem Quadrat 48 geteilt durch 2, also 24. Um den Flächeninhalt von diesem Dreieck herauszufinden, berechnen wir den Flächeninhalt von dem großen Rechteck und ziehen davon ab, den Flächeninhalt von diesem rechtwinkligen blauen Dreieck. Wir ziehen auch ab den Flächeninhalt von diesem grünen rechtwinkligen Dreieck sowie auch den Flächeninhalt von diesem roten rechtwinkligen Dreieck. Also, um den Flächeninhalt von diesem grauen Dreieck herauszufinden, rechnen wir Flächeninhalt vom Rechteck und ziehen davon ab die Flächeninhalte dieser drei bunten rechtwinkligen Dreiecke. Der Flächeninhalt von dem Rechteck wird natürlich berechnet durch Länge mal Breite und der Flächeninhalt von einem Dreieck wird berechnet durch Basis mal Höhe geteilt durch 2. Hier können wir noch 48 durch 2 teilen, das macht 24, 32 geteilt durch 2 macht 16 und 56 geteilt durch 2 macht 28. Jetzt rechnen wir diese vier Produkte aus und ziehen diese drei vom ersten ab. Und somit finden wir als Flächeninhalt von dem grauen Dreieck 960. Die Endantwort auf die gestellte Frage ist also 960.